Spätestens seit Freitagabend wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn in Deutschland Terroralarm herrscht. Dass der Todesschütze von München am Ende kein Terrorist war, sondern ein psychisch gestörter Amokläufer, ist für die Angehörigen der Opfer nur eine Randnotiz. Trotzdem stellt sich die Frage, was schiefgelaufen ist im Leben von jemandem, der seine Opfer per Facebook in eine Falle lockt, um sie dann kaltblütig zu erschießen. Peter Hell, Klaas Meyerheuer und David Walden berichten. Am Freitag um 20.30 Uhr endet auf diesem Weg ein Amoklauf. 2,5 Stunden lang hatte ein junger Mann die bayerische Landeshauptstadt in den Ausnahmezustand versetzt. Als Polizisten den Täter stellen, richtet er seine Pistole gegen sich selbst. Wenige Minuten später sichern Tatortermittler Spuren und untersuchen die Leiche. Der kam hier des Weges. Ab da habe ich den gesehen. Den anderen, den Polizisten, sag ich einfach, der kam seitlich an der Wand entlang und ihm nach. Er hat gesagt, Waffe weg und so. Und der andere hat trotzdem weitergemacht und hat dann hier den Rucksack hingeworfen und gesagt, aus diesen und jenen Gründen habe ich das getan, bleiben Sie weg. Und dann hat er sich erschossen und ist dann nach hinten übergekippt hier. Der Amokläufer ist der 18-jährige Deutsch-Iraner David S. Er nannte sich Ali. Der Tatverdächtige hat sich nach den bisherigen Ermittlungen und nach der bisherigen Sichtung seiner EDV und weiterer Unterlagen bereits seit einem Jahr mit dieser Tat befasst. Also seit letzten Sommer hat er wohl diese Tat geplant. Noch in der Nacht auf Samstag stürmen Elite-Polizisten der GSG 9 eine Wohnung am Rande der Münchner City. Hier lebte Ali S. seit 2 Jahren mit seinen Eltern. Im Zimmer finden die Ermittler Hinweise zu den Hintergründen der schrecklichen Tat. Er hat letztes Jahr auch Winnenden besucht. Wir wissen das von Fotos seiner Digitalkamera. Er hat also dort im Prinzip die dortigen Tatorte besucht und fotografiert. Am 11. März 2009 war im schwäbischen Winnenden ein 17-Jähriger in die Albertville-Realschule eingedrungen. Dort erschoss er 9 ehemalige Mitschüler und 3 Lehrerinnen. Auf der Flucht tötete Tim K. 3 weitere Menschen, bevor er sich selbst erschoss. Bewaffnet war er mit der Beretta seines Vaters. Und eine weitere Tat soll eine Rolle gespielt haben. Ähnlich wie der norwegische Massenmörder Anders Breivik hat auch der Münchner Ali S. ein Manifest verfasst. Breivik tötete, auf den Tag genau vor 5 Jahren, 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya. Samstagmorgen. Die Wohnung von Familie S. wird immer noch durchsucht. Die Eltern wollen nicht gemerkt haben, welche Gedanken ihren Sohn in den letzten Monaten bewegt haben. Die Ermittler finden im Kinderzimmer massenhaft Dokumente, Dateien und Bücher über Amokläufer. Es ist 17.52 Uhr, als in diesem McDonald's sich eine Gruppe Jugendlicher filmt. Dann fallen Schüsse. 5 Menschen werden tödlich getroffen. Danach stürmt Ali S. vor die Tür und schießt um sich. Ein Passant filmt die dramatischen Sekunden vor dem Restaurant. Der Amokschütze feuert aus einer Glock 17 Halbautomatik. Bis zu 33 Kugeln fasst ein Magazin. Kalt und präzise schießt er auf die davonstürmenden Menschen. Der Albaner Hüseyin Şay ist zu diesem Zeitpunkt vor dem Einkaufszentrum nebenan. Er will für seinen kleinen Sohn einen Roller kaufen. Auf einmal passiert, also die voll geschossen. Und in dem Moment habe ich alle weggelaufen, alle. Und wir sind fast bei zweiter Düner, aber nur gehört bei vorne Satum da. Und nur gehört die Patronen auf Seiten gegangen. Nur habe ich mitbekommen, komplett. Und also schau mal hier, ich kann nicht verstehen, weil komplett meine Haut ist. Ich habe viele Panik gehabt, voll. Trotzdem beginnt Hüseyin zu filmen. Da in Galerie sind Mädchen raus, Familie, Kinder. Bravo!
mir live, kein Polizist war, haben wir geschrien. Auf dem Gehweg liegt ein Schwerverletzter und wird von Passanten erst versorgt. Minuten später erliegt der junge Mann seinen Schussverletzungen. Am Anfang der Tat hatte Ali eine perfide Falle gestellt und unter dem Namen Selina ein Facebook-Profil angelegt. Die Fotos im Internet geklaut. Mit dem Fake-Profil wollte er offensichtlich Menschen zu McDonald's am Olympia-Einkaufszentrum locken. Mit folgender Ankündigung: Kommt heute um 16 Uhr Maggie am OEZ. Ich spendiere euch was, wenn ihr wollt, aber nicht zu teuer. Wie viele Opfer dem Aufruf gefolgt sind, ist bis jetzt noch unklar. Da ist eine, liegt dort eine Mädchen. Schau, dieser deutsche Junge hat die Hemd ausgezogen, hat ihn gesehen gemacht. Auch hier kommt jede Hilfe zu spät. Ali S. stürmt vom McDonald's aus in Richtung des Kaufhauses auf der anderen Straßenseite. Die Polizei ist zu diesem Zeitpunkt schon informiert. Erste Beamte nehmen die Verfolgung auf. Im Einkaufszentrum bricht Panik aus. Zwei Männer in einer Boutique filmen die Szenerie. Wo sind die hingegangen? Alter, heftig. Streifenbeamte durchsuchen das Kaufhaus und versuchen, sich selbst zu schützen. Noch ist unklar, ob es nicht noch mehr Täter gibt. Tatsächlich plante Ali alles ganz alleine. Und auch wenn dies keine Erklärung ist, er liebte das Ego-Shooter-Spiel Counter-Strike. Wir treffen Marco, einen 16-jährigen Freund, der sich immer wieder mit Ali getroffen und gespielt hatte. Dabei geht es in der digitalen Welt um Fingerfertigkeit. Ziel? Je mehr Personen der Spieler ausschaltet, umso höher das Level. Ali S. war darin offenbar ein Virtuose. Stundenlang ballerte er sich durch die Fantasiewelt, in der Community mit dem Kampfnamen Neo Gear. Immer häufiger fällt Ali S. Mitspielern durch seine radikalen Äußerungen auf. Ich bin ihm halt dann einmal in sein Spiel reingejoint und er war halt alleine, es war Mitternacht schon. Und er hatte da komplett alleine ohne Freunde und hat dann halt so Leute abgeschossen, hat so Sachen geschrien, so türkenbeleidigende Wörter, zum Beispiel so Fuck Tutsche und so, die eine, die Zivilcourage mal gemacht hat und dann getötet wurde, hat er so beleidigt alles. Ist da zum Glück ist sie gestorben und so. Im letzten Jahr werden Alis Ansichten immer extremer. Im Netz kämpft er jetzt unter dem Namen Hass und schwärmt offen für einen anderen Amokläufer. Tim K. aus Winnenden. Hat ihn halt so vergöttert, sage ich mal, diesen Tim K. Und dann hat er auch so in seiner Beschreibung auf dem Profil so Hassreden gegen Türken und alles. Und unter seinem Profil stand dann auch sowas wie Scheiß Deutschland wird überfüllt von Muslimen und so. Eines ist sicher, es hat nichts mit Counter-Strike zu tun, dass sich die Wut des Deutsch-Iraners plötzlich auch gegen die Mitspieler richtet. Marco bricht danach den Kontakt zu Ali ab. Dann auch schon mal dort illegale Programme benutzt und so, hat dann alle beleidigt, so Hackprogramme, hat dann alle getötet und so. Dann habe ich ihn einfach mal so spontan angeschrieben und er war so komisch einfach. Was denn, wieso? Ja, irgendwie mit diesem Amok und alles. Ich meinte so, ja, wieso nennst du dich Amok-Hunter und so? Wieso dieses mit dieser Tutsche und so, tut die dir nicht leid? Und er meinte so, nein, wieso mischt die Missgeburt sich ein und alles? Nachdem Ali S. im Einkaufszentrum das 9. Opfer getötet hat, flüchtet er durch eine Tür Richtung Parkhaus. Beobachtet wird er dabei von dem Bauarbeiter Thomas Salbei. Die Leute sind alle rausgerannt, da hast du bloß im Ding was gehört, bam, 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 bam. Hab ich gesagt, was ist denn da los, kurz fix. Dann habe ich aber gesehen, dass der hier durchgegangen ist. Der ist erst hier unten umeinander gelaufen, den unteren Wartweg, da hat er seine Knarre voll Munition noch und dann ist er hier ins Karree. Ali S. geht durchs Treppenhaus des Parkhauses nach oben. Er tritt ins Freie. Er hat immer noch 300 Schuss Munition bei sich.
In diesem Moment geht Mohammed Ali Shehab auf seinen Balkon und zückt sein Handy. Ich habe nicht erkannt, dass er der Täter ist. Er war ein ganz, ganz normaler Mensch. Und wenn ich neben ihm gewesen wäre, hätte ich auch nicht gewusst, dass er gefährlich war. Also das alles war ganz normal eigentlich. Er dreht ein Handyvideo und das ist alles andere als normal. Nachbar Salbei liefert sich ein Wortgefecht mit dem Attentäter. Ich habe keine Angst gehabt. Ich sage, wenn ihr selber eine Schusswaffe gehabt hätte, dann hätte ich die Fürst geschossen, hundertprozentig. Aber hier ist bei uns ist alles verboten. Ja, dann hätte ich die Fürst geschossen, den Vollidioten. 18 Jahre musst du mir vorstellen. Das stimmt im Hirn irgendwas nicht. Dann ist zu sehen, wie der Attentäter seine Waffe zieht und feuert. Auf wen der 18-Jährige in dieser Situation schießt, ist bisher nicht geklärt. Zu dieser Zeit treffen immer mehr Polizisten am Einkaufszentrum ein. Zwei Zivilbeamte stürmen in das Parkhaus und schaffen es in die Nähe von Ali S. Dann ist ein Schuss zu hören. Vermutlich abgegeben von der Polizei. Ali S. ergreift die Flucht. Inzwischen gibt es Hinweise, wie er sich seine Tatwaffe beschaffen konnte. Es gibt einen Chatverlauf im Darknet, der darauf schließen lässt, dass er sich diese Waffe im Darknet besorgt hat. Aber auch hier stehen wir am Anfang der Ermittlungen. Das Darknet ist eine Art geheimes, verschlüsseltes Internet. Die Seiten lassen sich nur mit einer speziellen Software öffnen. Ali S. kaufte sich hier im Schutz der Anonymität eine Pistole, die ursprünglich aus der Slowakei stammt. Das Modell, eine Glock 17, Kaliber 9 mm, wie hier in diesem illegalen Shop. Klar ist inzwischen auch, Ali S. war psychisch krank und im vergangenen Jahr deshalb 2 Monate in stationärer Behandlung. Diese Angststörungen, da handelt es sich um sogenannte soziale Phobien. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass der Tatverdächtige hier Angstzustände in die Richtung hat, wenn er mit anderen Personen in Kontakt kommt. Das passt zu dem Bild, was wir, solange die Eltern noch vernehmungsfähig waren, auch von diesen vermittelt bekommen haben. Dazu dann auch noch die Depressionen. In der Henki-Straße, 1 Kilometer vom ersten Tatort entfernt, ist dann alles vorbei. Alis Amoklauf und Alis Leben. Bye.